Sehr geehrte Damen und Herren, wer versucht, die 12 Monate zwischen dem 8. Oktober 1989 und dem 3. Oktober 1990 freizulegen, kommt an der vielschichtigen Montage aus Texten und Bildern, aus Stimmen und Blicken nicht vorbei. Vieles wurde in den letzten Wochen umfangreich gewürdigt, manches im 30. Jahr des Mauerfalls anders gedeutet als bei den Jubiläen zuvor. Der Rückblick trifft auf eine Gesellschaft, die politisierter, wohl aber auch polarisierter ist. Erlauben Sie mir, in der Begrüßung 3 Schichten abzutragen, um den heutigen Abend mit Ihnen, Herr Gauck, freizulegen. Erstens das heutige Datum. Vor 30 Jahren war es der Vorabend der Erstürmung der Stasi-Zentrale hier in Dresden. Die DNN schrieb rückblickend, damals noch unter anderem Namen, dass das gefürchtete Monstrum zermürbt war und man am Ende ohne Widerstand öffnete. Es gehört heute, 30 Jahre danach, an einem solchen Abend gewürdigt, weil diese direkte Konfrontation mit der Stasi ein mutiger und ein wichtiger Etappensieg der Bürger dieses Landes war. Zweitens, der Ort. Unweit von hier, nämlich an der Ruine der Frauenkirche, standen tausende Menschen im Dezember 1989, als Helmut Kohl die Stadt und das Land besuchte. An jenem Ort kam die Sehnsucht nach dem Glück im eigenen Land ebenso zum Ausdruck wie die Hoffnung nach einem Zusammenfinden der Menschen in den verschiedenen Teilen Deutschlands. Es ist das Glück jener Stunde, dass die Sehnsucht nach Einheit nicht in überbordenden Nationalismus kippte und die Sensibilität der Verantwortlichen um die Bedeutung des europäischen Kontextes wussten. Es gehört also an dem heutigen Abend gewürdigt, dass Menschen das politische Feingefühl hatten, das offene Fenster jener Stunde zu nutzen und wichtige Schritte hin zur Einheit zu gehen. Drittens, der Prozess. 16 Sitzungen, übertragen im Fernsehen zentral in Berlin und subsidiär in vielen Städten der DDR, runde Tische, der erste Zentrale am 7. Dezember vor 30 Jahren eben in Berlin. Unparteiisch geführt von Moderatoren, die den Kirchen entstammten, interessiert an einer Stabilisierung des Landes und der Hoffnung, Kontrolle zu behalten und zu neu zu gestalten, um Freiheit gelingend umzusetzen. Ich überlasse Ihnen, verehrte Damen und Herren, zu deuten, was aus dem, wie Joachim Gauck sagte, Zauber der Ermächtigung jener Zeit geworden ist. Vielleicht aber ist diese Kunstinstallation neben mir Ausdruck dieses Prozesses, der bis heute anhält. Es sind die Stühle des zentralen runden Tisches von Berlin, aufgeschichtet, wie sie vor wenigen Monaten von der Berliner Kunsthistorikerin Frau Professorin Gabriele Dorf-Bohnekemper gefunden wurden. Sie sind heute da, es ist uns eine Ehre. Gefunden in einem Abstellraum, ungeordnet, zurückgedrängt, bereit zur weiteren Nutzung. Es gehört also am heutigen Abend gewürdigt, gerade in einer Halle, wo Kunst präsent ist, dass Sie, liebe Frau Dorf-Bohnekemper, bereit waren, nach der Erinnerung als Wert für das Zukünftige zu fragen und das Erlebte in einer Kunstinstallation unter dem Titel Sturzlage zu fassen. Sie haben inzwischen im Haus der Berliner Festspiele, im Museum der Bildenden Künste, dieses Fragment der Erinnerung, wenn ich es so bezeichnen darf, ausgestellt. Und unserer Veranstaltungsreihe, wo der heutige Abend eingebettet ist, den Titel gegeben. Risse der Vergangenheit sichtbar machen, Klärungen des eigenen und Fremden vorzunehmen, eine Aufgabe in rauer Zeit, eine Aufgabe für den heutigen Abend. Verehrte Damen und Herren, wer die eben skizzierten Schichten freilegt, kommt direkt zum heutigen Abend und unserem besonderen Gast. Sehr geehrter Herr Bundespräsident AD, sehr geehrter Herr Gauck, Sie kennen als gelernter DDR-Bürger die Sehnsucht nach Freiheit und Gewaltenteilung.
Sie wissen als ehemaliger Beauftragter für die Aufarbeitung der Unterlagen der Staatssicherheit um die großen Begriffe von Verantwortung, von Schuld, von Vergebung. Als evangelischer Pfarrer ist Ihnen das schon, aber noch nicht ebenso vertraut wie das ständige Ringen um ein menschenwürdiges Antlitz dieser Gesellschaft. Herr Gauck, als Bundespräsident durften wir Sie als einen Mann erleben, der um die Sensibilität der Sprache weiß, um die Emotion, das Gefühl, sich vom Wort des anderen ansprechen lässt und sich darum müht, Polarisierungen abzuschleifen, um Menschen zu versöhnen. Dass Toleranz dafür ein zentraler Begriff ist, haben Sie mit Ihrem letzten und neuesten Buch unterstrichen. Verehrter Herr Dr. Gauck, es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute Abend bei uns sind. Herzlich willkommen. Wir können dankbar sein, dass wir heute in einem Land leben, das mit seiner deliberativen Demokratie verschiedene Interessen zusammenbringt und zugleich durch die Gewaltenteilung gewährleistet, Macht einzuhegen. Hierfür braucht es Menschen, die sich ehren, als auch hauptamtlich in politische Prozesse einbringen und den Mut haben, sie zu gestalten. Für die Legislative begrüße ich besonders heute Abend die Vertreterinnen und Vertreter der kommunalen und regionalen Parlamente und besonders die Mitglieder des Sächsischen Landtags. Herzlich willkommen. Des Weiteren begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Exekutive, allen voran den Oberst der Bundeswehr, Herrn Freiherr von Keserling, sowie den Oberst der Bundeswehr, Herrn Derichs. Ich gebe zu, dass es mir als Vertreter einer Kirche ein ungewohntes Bild ist, heute einige Angehörige des Militärs unter uns zu wissen. Vielleicht ist es aber auch gerade ein Ausdruck, dass unser Land auch diese Dimension zu seinem Schutz braucht und dass es gut ist, dass Sie sich als Mitglieder der Offiziersschule intensiv mit ethischen und gesellschaftsrelevanten Dimensionen auseinandersetzen. Ich begrüße des Weiteren in besonderer Weise die Mitarbeitenden der Ministerien. Wir wissen, dass ein Koalitionsvertrag nicht der Schlussstein, sondern der Startschuss ist und dass seit Sonntag manches auch durcheinander gerät. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute hier sind. Seien Sie uns ebenso wie die Vertreterinnen und Vertreter der Judikative herzlich willkommen. Eine besondere Freude ist es mir, dass nach der Debatte im Mai zu 70 Jahren Grundgesetz mit dem Bundesverfassungsrichter Peter Müller und dem Theologen Friedrich Schorlemmer heute die Kathedralgespräche gemeinsam mit der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, der Zeitbeilage Christ und Welt sowie den staatlichen Kunstsammlungen eine Fortsetzung finden. Sie können sich vorstellen, dass wir das in Kooperation gemeinsam begangen haben, organisiert haben und ich allen dankbar bin. Aber Ihnen, verehrte Frau Professorin Ackermann, verehrte Frau Wagner, erlauben Sie mir zu Beginn dieser Veranstaltung ein persönliches Wort. Die Ereignisse der letzten Woche machen uns alle betroffen. Im Hintergrund haben wir mitbekommen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter ganz anderes im Kopf hatten und Termine abgesagt haben, um sich ganz auf die Aufklärung des Raubes zu konzentrieren. Dass Ihr Team den heutigen Abend weiter mit großer Professionalität und Souveränität mit organisiert hat, davor habe ich und unser Team großen Respekt. Dass Sie heute nicht nur Ihr Haus öffnen, sondern mit uns diese Begegnung gestalten, dafür sei Ihnen schon heute ein herzlicher Dank gesagt. In den letzten Wochen wurde immer wieder mal gesagt, naja, wenn ihr so ein Format Kathedralgespräche macht, wo auch der Bischof einlädt, das klingt so kirchlich. Und ja, tatsächlich, es hat eine ganz besondere Prägung. Denn in Dresden sind nicht nur Politik, Kunst und Religion auf ganz engem Raum beieinander, sondern haben sich in den letzten Jahrhunderten auch immer gegenseitig wieder bereichert.
Verehrte Damen und Herren, es geht nicht darum, die positive Religionsfreiheit oder eine säkular geprägte Verfassung ins Gegenteil zu verkehren, aber als Akademie greifen wir gern das Anliegen von Bischof Timmer Evers auf, gesellschaftsprägende Player mit ganz unterschiedlichen, manchmal auch widerstrebenden Perspektiven zusammenzubringen, um Impulse für unser Land zu geben. Es ist dem unbedingten Willen der Kooperationspartner und damit dem Bischof voran daran gelegen, dass Sie, verehrter Herr Gauck, in diesem Winter hier in Dresden begrüßt werden dürfen. Wir haben lange nach für alle Beteiligten passenden Terminen gesucht. Am Ende hat Bischof Heinrich nach langem Überlegen im Mai gesagt, an mir soll es nicht hängen, ich habe an dem Tag keine Zeit, aber wenn Herr Gauck einen Impuls in Dresden geben kann, dann soll er unbedingt kommen, da bleibe ich dann weg, weil es eben terminlich nicht anders zu machen ist. Deswegen lässt er sich außerordentlich entschuldigen, aber umso mehr freue ich mich, dass sein alter Ego, der Generalvikar des Bistums Dresden-Meißen, Herr Domdechant Andreas Kutschke, ihn heute Abend vertritt. Ihn begrüße ich ebenso wie die Ordinariatsräte und alle Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen- und Religionsgemeinschaften herzlich willkommen. Verehrte Damen und Herren, wir brauchen Menschen, die den Mut haben, nicht nur ihre Geschichte und Geschichten zu erzählen, sondern gemeinsam eine neue Perspektive zu öffnen. Diese Stadt mit ihrem Ringen um ein passendes Zusammenwachsen möchte Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025 werden. Ich danke daher der Stadt Dresden und dem Kulturhauptstadtbüro, dass sie den heutigen Abend unterstützen. Es ist außerordentlich erfreulich, dass Vertreterinnen und Vertreter der UNESCO-Städte-Koalition heute Abend hier zugegen sind. Ihnen gehört nicht nur ein herzliches Willkommen gesagt, sondern Sie bekommen einen expliziten Auftrag mit auf den Weg. Sie sind hier, um Ideen zu hören. Nehmen Sie diese Ideen mit, stoßen Sie sie an vor Ort, bringen Sie Menschen mit Ost und West mit ihren Geschichten zusammen, damit eine dritte Idee unser Land voranbringen kann. Herzlich willkommen. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo bin ich denn in der Begrüßung, dann sei gesagt, Sie sind jetzt dran. Denn dass 850 Gäste heute Abend hier sind, das freut uns außerordentlich. Sie sollen nicht wissensgesättigt heute Abend nach Hause gehen und sagen, ach, war das ein schöner Abend, sondern der Abend ist dann gelungen, wenn Sie anschließend bei Wein und Brezel oder am Küchentisch noch weiter diskutieren und sagen, hat der Gauck jetzt recht gehabt oder bin ich ganz anderer Meinung? Wie kann ich es denn umsetzen für mich im Alltag? Wenn das gelingt, wenn Sie Ihre besten Ideen mit einbringen in dieses Land, dann kann es ein Land werden in rauen Zeiten, was zusammenwächst. Herzlich willkommen und herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Dr. Gauck, sehr geehrter Herr Generalvikar, sehr geehrter Herr Dr. Arnold, sehr geehrter Herr Dr. Löffler, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns wirklich von Herzen, dass Herr Dr. Gauck zu uns gekommen ist nach Dresden. Und auch, ich kann das auch für das Team der Staatlichen Kunstsammlung Dresden sagen, dass Sie auch hier sind im Albertinum, einem Ort, der so aufgeladen ist als Agora für diese vielen Diskussionen, die wir hier geführt haben. Das Gedenken, das ja auch mit Anlass des Abends ist, 30 Jahre ist von meinem Vorredner bereits so wunderbar zum Ausdruck gebracht worden. Wir feiern am heutigen Abend auch die durch die friedliche Revolution gewonnene Freiheit. Aber 30 Jahre nach jener so wunderbaren friedlichen Bewegung scheint Deutschland darüber uneins, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Und in Teilen der Bevölkerung werden gar die Grundwerte unserer demokratischen, freiheitsliebenden, toleranten Gesellschaft in Frage gestellt. Wir werden in Ost und West dividiert, in einem Land, das doch in vielen Aspekten bereits so eng zusammengewachsen ist. Wie können wir darauf reagieren? Und welchen Beitrag können Museen, kann Kunst leisten? Fragt man, wo sich die Heimat von Joachim Gauck befindet, so kommt man, so würde ich sagen, gar nicht auf die Idee, auf die Alternativen Ost oder West zu rekurrieren. Denn sein Leben, seine Sprache und sein Denken sind von viel länger und tiefer wirkenden Mächten bestimmt
als von den politischen Zeitläuften der letzten 70 Jahre. Sie sind geprägt von einer entgrenzten Natur, wenn ich das als Kunsthistorikerin so sagen darf, nämlich einer entgrenzten Natur, wie wir sie vielleicht von den Gemälden der Romantik kennen, von der Weite der norddeutschen Landschaft, ihrem großen Himmel, der Nähe zum Meer und ihrem mächtigen Wind. Zu dieser Landschaft, die keine Grenzen kennt, passt sein Begriff von Freiheit. Dementsprechend tendieren auch seine zumeist knappen, klaren Aussagen und eine ganz unsentimentale, widerständige Haltung gegenüber dem Mainstream, dem Zeitgeist und den Vorgaben der jeweiligen Führungselite. Bezeichnend ist sein Widerstehen bis hin zur Entwicklung eigener systemkritischer Ansätze. Als seine Kinder in den Westen gingen, verließ er Rostock nicht, er blieb seiner Pfarrei treu. Als sich vor und während der Wende alles, was aus dem Westen kam, allzu großer Wertschätzung erfreute, zählte er zu den Mitbegründern des neuen Forums, das nicht dem Schema der traditionellen deutschen Parteienlandschaft folgte. Als idealistische Dissidenten nach der Wende eine eigene, neue Begründung von Staat und Gesellschaft konzipieren und umsetzen wollten, betonte er, dass es ein Glücksfall sei, in Zeiten, in denen man vor dem Bankrott, der Verschuldung, dem Niedergang und wirtschaftlichen Chaos stehe, einen Counterpart im westlichen Deutschland zu haben. Diese kühle Beobachtung der Realität lässt die Wende und Aufbauleistungen der Ostdeutschen nicht aus seinem Blick geraten. Im Gegenteil, sie verstärken seinen Stolz auf sie. Wenn Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft mit klugen Ratschlägen auf sich aufmerksam machen, erinnert er daran, dass Politiker nicht Lehrer, sondern Diener des Volkes sein sollen. Und dennoch wirkte er mit seiner Forderung, anstelle von Verboten die argumentative Auseinandersetzung zu suchen, in Ost und West als ein Vorbild demokratischer Lebensform. Welche Rolle spielt Kunst in unserer Gesellschaft, die auseinanderdriftet, wo Frust und Missstimmung scheinbar überhand nehmen? Museen sind wichtige Transmitter. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden vermitteln Wissen und werden zugleich auch Ort von Fragen, Zweifeln und Diskussionen. Dabei stellt die gesellschaftliche Wirklichkeit den Bezugsrahmen dar. Unser Auftrag ist es, nicht allein einzelne Besucher, sondern sämtliche unterschiedliche Gesellschaftsgruppen anzusprechen. Bisher liefen all unsere Strategien auf Öffnung, Demokratisierung, Teilhabe, Shared Leadership, wie man heute so sagt, Empowerment oder Ermächtigung und Aktivierung einer Öffentlichkeit hinaus. Wir waren und sind überzeugt, dass Freiheit und die damit verbundene Grenzenlosigkeit Grundpfeiler auch des musealen Lebens sind, wie beispielsweise im wissenschaftlichen Bereich des Ansatzes des Open Access. Doch unsere Strategien stehen derzeit auf dem Prüfstand. Unsere Ausstellung Re-Orient, die Erfindung des muslimischen Anderen im Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig und die damit verbundenen Veranstaltungen, wie auch heute Abend, Grassi Talks, Now, antirassistische Praxis im Museum, stehen unter Polizeischutz. Und der Einbruch in das historische grüne Gewölbe vor 10 Tagen steht natürlich auch im Raum. Wie können wir ein solches transparentes, lichtdurchflutetes, historisch-ästhetisch rekonstruiertes Raumensemble besser schützen, ohne es in einen Banksafe zu verwandeln? Trotz dieser aktuellen schmerzlichen Erfahrung dürfen wir aber nicht nachlassen, Kunst einer großen Öffentlichkeit nahezubringen. Denn weit über die Fähigkeit von Kunstwerken hinaus, Wissen zu speichern und für künftige Wirksamkeit wieder freizusetzen oder Menschen durch Schönheit zu berühren oder ihre Gedanken zu stimulieren, geht es um den vielschichtigen Prozess einer Selbstvergewisserung. Joachim Gauck hat besonders schön 2012 anlässlich eines Besuchs der Documenta in Kassel genau dies formuliert. Die Kunst folge anderen Regeln als die Politik. Sie könne keine gültigen Antworten einfordern, sondern spreche Seele und Gemüt an. Sie spreche Seele und Gemüt an, die als Kräfte diese Welt gestalten. Ich zitiere: Wir brauchen die Kunst wie die Religion und die Philosophie, um tiefer in die Dinge hineinzukommen und uns selber zu entdecken. Dafür ist die Freiheit, die die friedliche Revolution errungen hat, unverzichtbar. Ich möchte ganz herzlich danken
dass wir diese ganz, ganz besonders kostbare Kooperation gemeinsam auf den Weg gebracht haben, die so auch inhaltsbetont ist, wie man es selten hat und wir so viel voneinander lernen. Und ich danke von Herzen der Katholischen Akademie Dresden, der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung für die gute Zusammenarbeit, die hoffentlich noch lange Fortsetzung findet. Und natürlich Ihnen, lieber Herr Gauck, und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ich möchte aufgreifen, was Frau Ackermann gerade sagte. Wir Museen sind nämlich eins nicht, Mausoleen. Und das war eine Erfahrung, die ich in den letzten 5 Jahren hier in Dresden machen durfte. Und ich denke, auch das ist ein Erbe aus DDR-Zeiten, aber ein gutes Erbe, dass die Menschen sich so sehr für die musealen Inhalte interessieren, dass sie dafür streiten. Und wir hatten 2018, viele von Ihnen haben es mitverfolgt, den sogenannten Bilderstreit. Da ging es um die Präsenz von Kunst aus der DDR hier im Albertinum, im Museum, aber auch darum, was ist eigentlich Kunst aus der DDR? Und wir haben hier gemeinsam im Albertinum, im Lichthof diskutiert. Wir haben viel miteinander gesprochen, aber vor allen Dingen einander zugehört. Und ich glaube, gemeinsam haben wir in dieser Zeit sehr viel gelernt. Es war eine Erfahrung, die zum Teil schmerzlich war, aber die Hoffnung gemacht hat. Denn ich glaube, es ist uns im Mikrokosmos-Museum tatsächlich gelungen, aus der Spirale der Verletzung und Gegenverletzung zu kommen. Und in dieser zum Teil schweren Zeit, die auch mitunter verwirrend war, da haben mir, Herr Dr. Gauck, gerade Ihre Aussagen, die ich natürlich nur den Medien entnehmen konnte, ich habe sehr viel gelesen von Ihnen, waren mir in diesem Strudel tatsächlich ein wichtiger Kompass. Ihre besonnenen Worte, aber auch Ihre querdenkenden Worte waren in der Zeit sehr wichtig. Deshalb möchte ich der Katholischen Akademie allen voran Herrn Arnold von Herzen danken, dass Sie das heute möglich gemacht haben und Ihnen, Herr Dr. Gauck, dass wir Ihnen heute zuhören dürfen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ein herzliches Willkommen von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an unsere guten Kooperationspartner, dass wir das in diesem Jahr zum zweiten Mal in dieser Form ausrichten können. Herr Bundespräsident, Sie kommen in ein Land, das in gewisser Weise ein Labor in rauen Zeiten, ein Land der Debatte ist, ein Land der Debatte, was manchmal zu friedlichen Ausgängen und manchmal zu harten Kontroversen führt. Und im Grunde ist es etwas verwunderlich, wenn wir nur mal 5 Jahre zurückdenken, wie damals die Stimmung in unserem Lande war. Da kamen, wenn ich etwas salopp sein darf, die 3 großen Regisseure unseres Landes, alle aus dem Osten, alle aus Mecklenburg-Vorpommern. Angela Merkel für die Weltregierung, sie sozusagen für das Weltgewissen und Toni Kroos, der Regisseur der Weltmeistermannschaft von Brasilien. Toni Kroos ist verletzt. Angela Merkel geht in ihre letzten 45 Minuten und sie haben leider ihre Amtszeit beendet. Und kaum beginnt eine neue Diskussion, die wir eigentlich schon hinter uns geglaubt hatten, Ost und West. Die Ossis gegen die Wessis. Akzeptieren wir uns? Hören wir uns zu? Tolerieren wir uns? Natürlich hat das Land 2015 einen Bruch erlebt mit der Aufnahme sehr vieler Flüchtlinge. Es hat sich gespalten in 8 Millionen Menschen, die ehrenamtlich sich für Flüchtlinge eingesetzt haben und viele tausend Menschen, die hier am Montag immer ihre Demonstrationen dagegen aufführen. Insofern sind wir ein raues Land, was, glaube ich, aber nichts mehr ersehnt als ein friedliches Zusammenleben, sich nichts mehr wünscht als die gegenseitige Anerkennung und ein gegenseitiges Verständnis. Wie man da hinkommt, das wollen wir nun von Ihnen erfahren und sind gespannt auf Ihren Vortrag Unser Land vom friedlichen Zusammenwachsen in rauen Zeiten. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Das war ja eben ganz toll, Männer. Wahnsinn. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, da haben Sie mal ganz schön was aufgeladen. Eben Emotionen, die mich an meine alten Sehnsüchte erinnerten, als wir noch im Land der Unfreien lebten, nach Freiheit und Selbstbestimmung. Denn das war eine merkwürdige Atmosphäre, wo sehr viel Sehnsucht in den Tönen schwang, jedenfalls für mein Gemüt war das so. Das ist mein norddeutsches Gemüt, da haben Sie völlig recht. Aber es ist auch mein ostdeutsches Gemüt, denn im Gemüt bin ich ein Ossi, im Kopf bin ich mehr Wessi. Und das hängt damit zusammen, dass die wesentlichen politischen Gedanken der klassischen Aufklärung, die in die Politik übergegangen sind, gerade in dem, was wir Westen nennen, geprägt wurden, gestaltet wurden und weiterentwickelt werden. Und deshalb passt das ganz gut zusammen, die einstige östliche Sehnsucht und die Bindungen, die wir untereinander geschaffen haben in Zeiten der Unterdrückung und dieses Ausschauhalten nach Konzeptionen, die dem, was wir vom Menschen wollen, nämlich dass er frei und selbstbestimmt leben kann, einen politischen Raum geben. Und darum gehören unsere alten Sehnsüchte und unser ewig gestalten wollendes geistiges Bemühen zueinander. Und deshalb brauchen wir auch diese Elemente der künstlerischen Impulse hinein in unser Menschenleben. Es war nicht ganz zufällig, dass die bewegenden Kräfte in der alten DDR vor 89, die dann im Sommer diesen bleiernen Sommer beendeten, in aller Regel aus Kirchgemeinden kamen und von Künstlern unterstützt wurden. Die glaubenden Menschen und diejenigen, die einen Zugang zu den künstlerischen, die Seele befruchtenden Impulse hatten, sie hatten offenkundig eine Kraft, länger zu hoffen als andere, intensiver zu hoffen und deshalb vielleicht auch etwas mehr zu riskieren. Das denke ich, daran denke ich voller Dankbarkeit, wenn ich an die alten Zeiten mich erinnere. Aber ich bin zu Ihnen gekommen, um nicht nur über die alten Zeiten zu reden. Ich bin dankbar, hier auch Zeitzeugen vorzufinden und bin dankbar für Ihre Erinnerung, Herr Arnold, dass wir an einem geschichtsträchtigen Abend uns treffen. Am morgigen Tag vor 30 Jahren haben sich die Menschen entschlossen, den Erfurtern zu folgen und in die Kreis- und Bezirksdienststellen der Staatssicherheit einzudringen. Wir haben das nicht mit lautem Gebrüll gemacht, sondern mit taktischer Klugheit, indem wir Leute des Systems mitgenommen haben, die im Grunde so eine Schutzmauer bildeten zwischen den Revolutionären und denen, die eigentlich schon ihre Pläne fertig hatten, wie sie sich verteidigen sollten. Das hat geklappt. Es war der revolutionäre Höhepunkt einer Bewegung, von der gemutmaßt wurde, dass sie zu Ende sei, nachdem die Mauer geöffnet wurde. Viele sagten, na ja, nun gehen sie alle in den Westen einkaufen, da wird der Demokratisierungsprozess und die Revolution zu Ende sein. Das war nicht der Fall, sondern die Höhepunkte der Entmächtigung, der Entmachtung des Staatsapparates waren die Besetzung der Stasi-Zentrale. Ganz zuletzt kamen dann ja auch noch die Berliner am 15. Januar. Daran zu erinnern ist wichtig. Aber die Erinnerung allein, wenn sie nur Monumente pflegt, Monumente des Gedenkens, die brauchen wir weniger. Was wir brauchen, ist eine Kraft, die aus Erinnerung wachsen kann, die uns erinnert an Potenziale, über die wir heute auch noch verfügen müssen. Wir können der Zukunft und der Gegenwart nicht gerecht werden, nur wenn wir Monumente sichern. Das geht nicht. Sondern diese Monumente, diese Denkmäler, Menschen und Themen des Politischen und Ereignisse des Politischen haben eine ermächtigende Kraft, wenn wir die Botschaft von damals übertragen ins Heute. Und darum bemühen sich Menschen in der Lehre, aber auch in der Politikgestaltung. Und ich komme heute zu Ihnen, um mit Ihnen darüber nachzudenken, wie ist das mit unserem Land heute? Wohin ist der Stolz und das Glück? Naja, einmal ist alles ganz normal. Alles, was auf der Erde lebt, altert. Und auch die Glücksgefühle können altern. Schauen Sie, als ich 1989 Sprecher des Neuen Forum in Rostock war, ich hatte schon so die ersten Zeichen von Midlife-Problematik, also irgendwie
klappt es mit dem Kreislauf nicht so richtig und alle möglichen anderen Dinge zeigten mir, du wirst jetzt auch älter, ich ging auf mein 50. Lebensjahr zu. Und als wir 8 Wochen unsere revolutionären Umtriebe hatten, war ich ein junger Mann. Bis ins Körperliche hinein hatte sich mein Befinden geändert. Ich war voller Glück. Und als zum ersten Mal die Menschen in meiner Heimatstadt immer daran denken, Mecklenburg ist noch mal anders. Ne? Das wissen Sie ja. Wir haben ja die alte Gegnerschaft. Früher, als wir noch nicht genug Ausländer hatten, da haben ja die Mecklenburger die Sachsen genommen, um ihre Fremdenfeindlichkeit abzuarbeiten. Und das, ich weiß nicht, ob das vice versa war, aber hat ganz gut funktioniert. Und ich habe dann später aber zahlreiche Liebeserklärungen an mein treues Sachsenvolk gemacht, weil ich so begeistert war von diesem Aufbruch hier in Plauen, in Dresden und in Leipzig. Es war so schön zu erleben, dass man nicht einfach nur abwarten muss im Leben, sondern dass man tatsächlich aufstehen kann. Und wow, war ich ein Liebhaber des Sachsenvolkes. Ja, so kann es gehen. Ne? Also, wie war das damals, diese Glücksgefühle? Und ich denke, irgendwann war das Mitte Oktober dann, als sogar meine Rostocker nach einer dieser großen Andachten, die haben wir in 4, 5 Kirchen gleichzeitig gemacht, weil die nicht mehr reinpassten in unsere große Marienkirche. Und irgendwann waren wir dann draußen. Also meine Rostocker auf der Straße, ich konnte es nicht fassen. Also ich war abends so, als ich hätte nach Hause fliegen können. Also so leicht und so schön war das. Und wenn ich jetzt später bei den vielen Interviews, die man als Präsident machen muss oder gar zum Abschied machen muss, gefragt wurde, was war eigentlich das Schönste in deinem Leben? Dann wollen sie immer hören, als ich Präsident wurde. Klar war das schön. Als Mecklenburger, wir sind eigentlich eine nationale Minderheit, ne? Aber Präsident zu werden und dann aus dem Osten, natürlich war das schön. Natürlich war es groß. Aber das Allergrößte war dieser Augenblick der Befreiung, als ich spürte, wir können unserer Angst den Abschied geben. So lange waren wir auf Du und Du mit unseren Ängsten. So lange hatte sie uns geleitet, hatte uns die Rationalität der Anpassung gelehrt. Wir haben schon gar nicht mehr gemerkt, wie wir uns angepasst haben. Und ich werde heute Abend ein paar solcher Erinnerungen hochholen und dann, um dieses Glück der Befreiung auch nochmal vor Ihrem geistigen Auge entstehen zu lassen und auch damit solche jungen Dinger wie der Herr Dr. Arnold dann mitkriegt, was uns damals bewegt hat, ja? Also Wahnsinn, ja? Und wenn ich das drüben erkläre im Westen, dann sage ich immer, ja, man kann sich an der Freiheit freuen. Aber noch schöner, wenn sie Befreiung ist. Befreiung beschreibt dann, wie das Leben so spielt im privaten Alltag. Also du sehnst dich nach etwas, du sehnst dich nach Freiheit. Du wirst älter und älter, einige sterben dahin, haben die Freiheit nicht gesehen. Aber plötzlich erscheint sie vor deinen Augen als eine Lebensmöglichkeit. Du kannst es nicht glauben. Soll ich gemeint sein? Ja, du bist gemeint. Und plötzlich ist sie da und du bist dann auf der Straße. Und es entsteht aus geheimnisvollen Gruppierungen heraus das schönste Wort der deutschen Politikgeschichte. Wir sind das Volk. Und du spürst, nein, das geht nicht wieder zurück. Und in diesem Augenblick ist Glück da. Aber genau dieses Glück, das können wir nicht konservieren. Das ist so wie, naja, anderes Bild. Ich sitze in der Schulklasse und verliebe mich. Das schönste Mädchen in meiner Klasse ist natürlich die, die ich ständig vor Augen habe. Aber ich kriege sie nicht. Sie geht ja mit den Älteren. Also Oberschülerin braucht Studenten. Ich kriegte sie nicht. Ich schaute auf andere, viele hatten Erfolg, ich nicht. Und ich stellte mir vor, wie schön es wäre, das ersehnte Objekt der Begierde in die Arme zu schließen und mein eigen zu nennen. Im Laufe des Lebens ergeben sich solche Vereinigungsgeschichten. Das Glück der Vereinigung und manches führt zur Hochzeit. Ein unglaubliches Glück dieser äußerst engen, symbiotischen Menschenvereinigung. Wunderbar. Aber wenn wir denn einen Schnitt machen und das Paar anschauen, in 15, 17, 19,5, manchmal auch 7 3/4 Jahren, dann kann es sein, dass sie sich immer noch lieben, aber es ist ganz anders als in diesem geheimnisvollen, zauberhaften Moment der ersten Begegnung. Früher war das in der Hochzeit. Ne? Also ich spreche eigentlich von Zeiten, wo vor der Hochzeit nichts lief.
Ne? Aber ja, Sie wissen, was ich meine. Es gibt Glücksformen, die können wir nicht konservieren. Die sind gebunden an einen sehr engen Zeitraum in unserem Leben. Aber unsere Sehnsucht geht natürlich dorthin, immerfort zu empfinden, was schön ist. Und viele gewinnen dann einen Zugang zu Glücksformen, die anders sind, jetzt gehe ich wieder ins Politische, als der Augenblick der Befreiung. Und sie erkennen in diesem Moment, wo sie fern sind von dem Glück dieser Befreiung, dass Freiheit auch glücklich machen können, wenn wir begriffen haben, dass Freiheit auch Freiheit zu etwas und für etwas ist. Und wenn wir in den politischen Raum reingucken, spüren wir eigentlich, dass sehr viele Menschen Ja gesagt haben zu dieser Form von Freiheit, zu etwas und für etwas. Ohne dass man es ihnen beigebracht hat, werden sie zum Beispiel Bundeskanzlerin oder Mitglied in einem Gemeinde, in einer Gemeindevertretung, in einem Kreistag, in einem Landtag, werden Minister in einem Kabinett oder Regierungschef, sind vielleicht noch viel zu jung für sowas, ganz unerfahren. Niemand hat es ihnen beigebracht. Aber sie spüren, ich fühle mich zuständig, ich kann das oder ich probiere das. Andere gründen eine Firma oder machen sich auf andere Weise selbstständig, als Künstlerin, als Journalistin und sagen, endlich kann ich das ohne Zwang tun, was ich schon immer tun wollte und keiner zensiert mich. Glück. Aber es ist ein Glück, das mit Einsatz von uns, mit Kräfteeinsatz, mit Willenseinsatz und mit Hingabe verbunden ist. Wir könnten sagen, Freiheit enthält zwei Formen des Glücks. Einmal dieses zauberhafte Element von Befreiung, von überströmender Glückseligkeit und zum anderen ein tragendes Gefühl von ich bin etwas wert, ich fühle mich wichtig, ich kann Ja sagen zu dieser Aufgabe, zu dieser Person, zu diesem Thema. Und indem wir diese Lebensform ergreifen, kommen wir an bei eigentlich dem wunderbarsten und schönsten Element, das in uns als Menschen steckt. Es ist unsere Verantwortungsfähigkeit. Wir begreifen plötzlich, die Freiheit, zu der wir berufen sind, hat zwei Gesichter und dieses Tragende ist Verantwortung. Wir merken uns die Formel, die Freiheit der Erwachsenen heißt Verantwortung. Und wenn wir unser Leben anschauen, spüren wir, dass es glückshaltig geworden ist, immer dann, wenn wir bereit und fähig waren, uns der Anstrengung zu widmen, die es bedeutet, sich selber für zuständig zu erklären. Wir lernen das übrigens in personalen Beziehungen. Du hast einen Menschen, den du liebst, und es macht dir nichts aus, sondern es macht dir Freude, für ihn da zu sein. Du hast Kinder, und es macht dir nichts oder wenig aus, dass sie kleine Terroristen sind, sondern du bist bereit, für sie zu leben, zu dulden und mit ihnen zu gestalten, was ihnen hilft, ein guter Erwachsener zu werden, eine gute Erwachsene. Und du spürst später in deinem Beruf, dass es schön sein kann, dass ich etwas weiß und kann und dieses Wissen und Können weitergeben kann, weil es nützlich ist für die Menschen, die um mich leben. Und viele Menschen, die mit uns leben, haben das Gefühl, sie seien ewig in einem Wartestand. Sie warten, dass das Glück endlich kommt. So wie es Menschen gibt, die immer fort darauf warten, von einer Partnerin oder einem Partner erlöst zu werden. Sie möchten so gerne glücklich sein, nur fehlt ihm die richtige Frau oder der richtige Mann, um sie glücklich zu machen. Sie irren auf dem Weg und suchen nach einer anderen Person und übersehen fortwährend, dass das Glückszentrum in uns selber liegt. Und wir werden es nie erreichen, wenn wir nicht hinkommen zu dieser Lebensform, uns für zuständig zu erklären. Und diese das ist ja eigentlich noch ein bisschen psycho und ein bisschen philosophisch, aber es hat eben ganz elementar mit unserer Existenz zu tun, gerade auch im Osten. Aber ich wollte Ihnen beschreiben, dass
das, was wir politisch erleben und das, was wir als Mensch sind, ein sehr, sehr enger Zusammenhang ist. Jetzt mal zu unseren Lebensgefühlen, die wir heute haben. Ich sprach vorhin von der Wandlung von Glücksgefühlen oder Glückseligkeitsgefühlen hin zu anderen Formen. Nun gibt es natürlich auch Formen des Verdrusses und der Furcht vor der eigenen Rolle. Und in einer solchen Situation sind wir jetzt. Für mich als früheren Ostdeutschen und heutigen Gesamtdeutschen ist es total unangenehm und ich finde es eigentlich auch ein bisschen peinlich, dass wenn über Ossis gesprochen wird und über Sachsen gesprochen wird, wir ständig die kleinere Gruppe der Ostdeutschen vor Augen haben. Diejenigen, die andere Parteien wählen als die Mehrheit und die nicht angekommen sind in dieser offenen Gesellschaft. Natürlich neigen Medien und neigen wir alle dazu, das, was noch nicht funktioniert oder was problematisch ist, in den Fokus zu rücken. Bei genauerer Betrachtung müssten wir eigentlich in ganz Deutschland einen unglaublichen Respekt haben vor dieser Mehrheit der Ostdeutschen, die eine absolut umfassende Veränderung ihrer Lebensverhältnisse so gestaltet hat, dass sie nicht alle kollektiv durchgedreht sind und sich einen Führer gewählt haben, sondern dass sie die demokratischen Spielregeln erlernt haben, diese mit Leben gefüllt haben und in ihrer Mehrheit pausenlos durchsetzen. Ja. Also das haben wir jetzt mal festgestellt, da brauchen wir hier in Dresden nicht lange, um uns darüber zu verständigen. Aber es ist natürlich für einen, der seine Heimat liebt, total schrecklich, wenn das Wort zum Beispiel Dresden fällt, dass man eine bestimmte Gruppe von Menschen denkt, die sich dann hier treffen zu bestimmten Gelegenheiten und dann so tun, als wären sie das Volk. Ich meine, wenn Sie, was Sie immer fordern, ja, dass das Volk immerfort abstimmen würde, wenn wir eine Volksabstimmung machen würden, ob wir Sie noch auf der politischen Bühne haben wollen oder nicht, dann würden Sie sich ja erschrecken, wie das Volk entscheiden würde. Also wir würden nämlich mehrheitlich entscheiden, dass wir Sie nicht brauchen und dass Sie überflüssig sind. Aber auf diese Idee kommen Sie ja nicht. Aber jetzt schauen wir uns noch mal an, was könnten die Gründe dafür sein, dass wir tatsächlich im Raum der Freiheit angekommen sind, seit einer Generation in Freiheit leben und gleichzeitig eine Fremdheit und ein Unbehagen existiert, das gesellschaftlich relevante Gruppen teilen? Einmal, einer der Gründe liegt darin, dass wir immer in Mittelosteuropa, und dazu gehören wir nun einmal, in einer Umwandlungsphase, in einer Transformationsphase sind. Der größere Teil dieser Gesellschaften in Mittelosteuropa hat diesen Weg vollzogen, den ich eben beschrieben habe. Das Ja zu den neuen Strukturen und auch das Reinfinden in neue Lebensaufgaben. Viele von ihnen haben neue Berufe lernen müssen und ich selber habe einen Bruder, der war Seemann und musste sich völlig umstellen, weil er arbeitslos wurde. Ich weiß, wie das alles ist. Und dann haben wir noch immer unter uns eine große Gruppe unserer Bevölkerung, die nichts anderes zu tun hatte, als ihr ganzes Leben lang uns Normalmenschen an der Freiheit zu hindern. 5 Großbürokratien, der SED-Apparat, der Parteiapparat, der Staatsapparat, das Militär mit ihrer Erziehung zum Hass, die Polizei und die Staatssicherheit. 5 Großbürokratien mit Familien über 2 Generationen. Die sind nicht alle ins Elend gefallen, aber sie haben alle ihre Rolle verloren, nämlich Herrenmenschen zu sein, die uns normalos sagten, wo es lang geht. Und dass diese Menschen frustriert sind, wenn sie ihre Rolle verloren haben, das ist ja wohl klar. Die sind nicht alle frustriert. Viele sind auch befreit und fühlen sich wohl in der offenen Gesellschaft. Und ich heiße sie dort herzlich willkommen die ganze Zeit. Aber ein Großteil lebt natürlich unter ihnen und ist fern davon, irgendwas Schuld zu nennen, was sie veranstaltet haben. Und wo einer seine eigene Schuld nicht bekennt, da ist Versöhnung fern. Wenn einer die Wahrheit spricht und zeigt, dass es ihm leid getan hat, dann wird Versöhnung leicht. Aber haben sie das getan? Sehr viele von ihnen nicht. Und deshalb ist der eigentliche Widerspruch bei uns hier im Osten nicht der zwischen Ossi und Wessi, sondern der zwischen Ossi und Ossi.
Und das wollen wir nun mal festhalten und wollen nicht jedem sagen, dass wir seine Lebensleistung honorieren, sondern die Lebensleistung unserer Unterdrücker und ihrer Helfer, die wollen wir nicht honorieren und die wollen wir auch nicht anerkennen, sondern die wollen wir nachhaltig weiterhin delegitimieren. Deshalb kann es einen Abschied von einer unfreien Gesellschaft und von einer Diktatur niemals geben, nur in friedlichem Grinsen. Ja, geht's noch? Also das funktioniert nicht. Dann entsteht bestenfalls eine Friedhofsruhe, aber nicht die notwendige Auseinandersetzung, die Werte neu definiert, die uns aufbrechen lässt und glauben lässt, dass wir im Bereich der Politik nicht nur mit Amoral zu tun haben. Dies zu erinnern ist ein Element des Beschreibens, dass wir in Ostdeutschland noch immer in einer Transformationsform sind. Hier im Osten war nicht nur 12 Jahre Diktatur wie im Westen, sondern 12 plus 44 Jahre. In dieser Zeit war es wichtig, dass Menschen andere Überlebensformen hatten als in einer offenen Gesellschaft. Ich erzähle bei solchen Gelegenheiten oft von meinem Bruder Ecki. Er lebt nicht mehr, ist der, den ich eben erwähnt habe, der arbeitslos wurde. Ich komme aus einer Seemannsfamilie. Die Leute, die bei uns auf die Schiffe gingen und Kapitän oder Chefingenieur werden wollten, die mussten alle in der Partei sein, sonst ging das nicht. Mein Bruder, Autoschlosser, kommt aufs Schiff, macht dort Schlosser, kann sich qualifizieren, wird Ingenieur, kommt mit seinem Papier ins Kaderbüro, legt das Papier auf den Tisch und sagt, so, hier bin ich. Wann kriege ich eine Stellung als Chief? Chief ist an Bord der Chefingenieur. Dann guckt der Typ ihn an, die älteren Ossis wissen, was jetzt kommt. Die können die Geschichte jetzt weitererzählen aus ihren Betrieben. Also der Kaderchef guckt meinen Bruder an und sagt zu ihm, da erhebt sich jetzt noch eine Frage, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Bist du eigentlich schon Mitglied in unserer Partei? Also für die Jüngeren, wir hatten 5 so ungefähr, aber nur eine hatte was zu sagen. Wer so sprach, konnte nur eine Partei meinen, die etwas zu sagen hatte. SED. Mein Bruder hasste diese Partei, so wie seine ganze Familie. Das konnte er natürlich in dieser Situation nicht sagen. Sondern er nahm alle Schuld auf sich, guckte unschuldig und behauptete, er fühlte sich bisher noch nicht reif genug, diese wichtige Frage zu beantworten. Daraufhin sagte sein Gegenüber, der war auch nicht ganz doof, immer zu, Alter, wenn du diese Reife nicht hast, dann wirst du ja auch nicht reif genug sein, an Bord eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Dann wirst du wohl weiter als Zweiter oder Dritter fahren. Nö, sagt mein Bruder, sieht er gar nicht ein. Er hat die Erfahrung und das Papier und er ist einfach dran. Antwort, so wie du das siehst, das interessiert hier überhaupt keinen, sondern wie wir das sehen, weißt du, darauf kommt es an. Und solange du das nicht begreifen wirst, wirst du eben das tun, was ich eben gesagt habe. Daraufhin steht mein Bruder auf und macht die Tür geräuschvoll von draußen zu. Ein halbes Jahr später darf er nicht mal mehr aufs Schiff, denn ihm fehlt ein ganz bestimmter Stempel von der Staatssicherheit in seinem Betriebsausweis, dem Seefahrtsbuch. Er gilt nicht mehr als sicher genug, um ins Ausland zu fahren. Ja, und diese Geschichte erzähle ich Ihnen von jedem größeren Kombinat, von jeder Wissenschaftseinrichtung. Ich erzähle es Ihnen von der öffentlichen Verwaltung, von unseren Kliniken und was auch immer, tausendfach erlebt. In einem solchen Land wird Anpassung und Gehorsam die Tugend, um Sicherheit für sich und seine Familie zu erlangen. Das ist nicht Bösartigkeit, sondern eine Form von Rationalität. Angst und Anpassung können rationale Handlungsmuster sein. So ist das in der Diktatur. Und wenn das nicht nur über 12 Jahre mal so über ein Land geht wie ein fahrendes Gewitter, sondern wenn das beständig Kultur ist, eine Kultur der perpetuierten Ohnmacht, dann verändern sich auch Mentalitäten. Und wenn du in diesen, du kannst das mögen oder nicht, aber es ist was anderes, du lernst in einer Schule nicht Klassensprecherin zu sein, sondern FDJ-Sekretär. Du machst keine Schülerzeitung, sondern Wandzeitung. Du bist in der Gewerkschaft nicht zuständig für die Arbeitskämpfe, sondern den Werktätigen zu erklären, wie gut es die Partei mit dir da unten meint. Du bist im Journalismus nicht diejenige, die aufklären darf und aufrütteln darf. Du bist als Künstler nicht derjenige, der seine eigenen Ideale verbringt,
sondern immerfort musst du rumtricksen, dich anpassen und an einer Form der Fremdbestimmung versuchen, dein eigenes individuelles Leben noch zu retten. Deshalb waren uns unsere Freundschaften, unsere Nischen, unsere Kirchgemeinden so wichtig, unsere Cliquen und Clubs. Unglaublich wichtig, eine unglaubliche Intensität, die da entstanden ist. Und viele von uns, wenn sie, wie ich, manchmal von einer unbekannten Traurigkeit überfallen werden und sich fragen, wieso bist du traurig? Du hast doch alles erreicht, was du wolltest. Dann vermissen wir vielleicht die Intensität, die es gab damals in der Kirche, damals in unseren Cliquen, die anderen gegen uns, wir gegen sie und dieses ganz bestimmte Zueinandergehören und sich aufeinander verlassen. Draußen sind sie so, aber wir unter uns sind so. Und dieses Gefühl von Vertrautheit und Intensität hängt zusammen mit dem Grad der Unterdrückung. Und wenn die Unterdrückung schwindet, brauchst du diese Nähe und Intensität so intensiv jedenfalls nicht mehr. Ich jedenfalls musste nicht mehr furchtbar lieb sein zu der Frau, die im VEB Pneumant die Reifen für den Trabant verkaufte. Denn ich konnte jetzt überall Reifen kaufen. Und sie hatte aber das Gefühl, früher hatte sie die ganze Stadt voller Freunde. Und jetzt, wo sind sie alle hin? Ich spreche von Verlusten, die es auch gab. Aber es war doch nicht der Verlust des Systems. Das hat uns doch eher entsolidarisiert. Und hat uns wegschauen lassen, wenn andere diszipliniert wurden. Es gibt dolle Geschichten in der Literatur und im Leben darüber, über das Wegschauen und über das Erlernen einer gewissen Kaltherzigkeit und einer unglaublichen Form, eben durchzukommen. Ich fand es immer peinlich, wenn Ossis, unsere westdeutschen Helferinnen und Helfer, die zu uns kamen, okay, unter ihnen waren auch ein paar Bekloppte, wie unter uns, ja? Aber dass viele von uns dann so taten, als seien im Westen die Ellbogenmenschen zu Hause und im Osten die edlen Gemüter, die die geistigen Werte hochschätzen. Da stimmte irgendetwas nicht, ich spürte es. Aber auf der anderen Seite war eben eine Fremdheit um die anderen, die uns auch zum Teil verstört hat. Die waren so selbstbewusst und haben also frech und ungefragt immer dazwischen geredet. Das konnten wir nun gar nicht ertragen. Und da haben sich einige von uns eingebildet, dass die uns irgendwie kolonisieren wollten. Und dabei waren sie eigentlich gekommen, weil sie meinten, sie seien Deutsche und müssten ein Mindestmaß an Solidarität aufbringen. Gut, nicht alle waren total solidarisch. Ein paar hat auch die Buschzulage gelockt und die schönen Stellen, die hier plötzlich frei wurden. Das weiß ich auch, aber Menschen sind Menschen. Und liebe Damen und Herren, wo wären wir, ohne dass die Wessis in unsere Breiten gekommen wären? Wie würde es an unseren Gerichten aussehen, in unseren öffentlichen Verwaltungen und wie würde es in unserer Rentenkasse aussehen? Also wenn wir ganz ehrlich sind und keine Wessis unter uns sind, ja, also wir denken uns die jetzt mal weg, die im Raum sind, dann würden wir sagen, liebe Wessis, wir sind euch dankbar, dass ihr uns nicht mit den Ossis alleine gelassen habt. Na? Kann man mal sagen. Ja. Jetzt möchte ich noch was mit Ihnen besprechen, was nicht mit dieser langsamen Aneignung von Lebensformen der Selbstermächtigung und der Eigenverantwortung zu tun hat. Also A, wir merken uns jetzt, eine durchherrschte Gesellschaft hat auch Auswirkungen auf die Mentalität von Bevölkerung. Wenn wir die DDR nicht gehabt hätten, wäre dieses Land heute an der Spitze der technologischen und ökonomischen Entwicklung in Deutschland. Wir wären auf Augenhöhe mit Baden-Württemberg, weil wir genau hier im mitteldeutschen Raum die starken Familienbetriebe hatten, innovative Techniker in großen Handwerksunternehmen. Wir hatten eine freie Bauernschaft. Das heißt, in all diesen Bereichen haben Menschen in ihrem Berufsleben Eigenerfahrung und Eigenverantwortung trainieren können. Als alles verstaatlicht war, war die Fähigkeit zur Arbeit und zum Fleiß immer noch vorhanden, aber nicht zur eigenständigen Entwicklung von Projekten und zur Eigenverantwortung über Kapital und Produktion und über die Lebensgestaltung. Ein Defizit an organisiertem Abtrainieren von Eigenverantwortung. Stellen Sie sich vor, dass in jedem unserer Dörfer
Dutzende von Selbstständigen waren. Das waren die Bauern. Die können jetzt hinterher immer noch arbeiten, aber nur der Agronom und der Betriebsleiter, vielleicht noch eine dritte Person, wären imstande, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, weil sie das, was ihre Vorfahren gelernt hatten, nicht mehr brauchten. Sie brauchten was anderes. Nicht auffallen, damit wir gut durchkommen. Und so ist es eben so, dass wir Voraussetzungen geschaffen haben, die unser Land daran gehindert haben. Es gab dann das Kapital nicht in ausreichender Weise und es gab das antrainierte Gefühl, ich bin eigenverantwortlich fähig, mein Leben zu gestalten. Gab es defizitär. Es gibt diese Leute, ich sehe sie, gerade in Dresden, dieser Stadt des Aufbruchs, der Ausgründung aus der Universität. All das ist mir bewusst, aber doch in einem viel geringeren Maße als drüben, wo die Menschen kontinuierlich diese Erfahrungen und Fähigkeiten haben weiterentwickeln können, weil sie schon in der Schule anfangen konnten, frei und selbstbestimmt zu agieren und zu leben. So, jetzt habe ich aber genug über Transformationsproblematik gesprochen. Das gibt sich. Irgendwann gleichen wir uns mentalitätsmäßig an. Die Unterschiede sind leider so signifikant, dass sie statistisch abrufbar sind. Es gibt ein unterschiedliches Wahlverhalten. Sogar in Berlin sieht man noch die Unterschiede, wo einst Osten und Westen war, am Wahlverhalten. Und es gibt unterschiedliche Beantwortungen bei Grundfragen, wie wir unsere Gesellschaft bewerten oder die Problemlösungskompetenz unserer Demokratie bewerten. Die gibt es. Aber was anderes ist noch eigentlich interessanter und vielleicht auch etwas bedrohlicher. Und das sehen wir, wenn wir über unsere Grenzen hinausschauen, dass es einen Frust gibt gegenüber der Demokratie, gegenüber der offenen Gesellschaft. Wir haben uns gesehnt nach Offenheit. Das heißt, dass wir auch Vielfalt akzeptiert haben. Aber es gibt viele Menschen, die fürchten den Wandel und die Vielfalt. Und die gibt es auch in den Ländern, die nicht vom Kommunismus oder anderer Form von Diktatur beherrscht waren. Dazu schauen wir uns die schönsten Länder an, die es auf der Welt gibt. Wir schauen in die Schweiz und nach Skandinavien, meinetwegen auch noch in die Niederlande. Und wir stellen fest, in all diesen Gesellschaften gibt es eine ganz bestimmte Gruppe, die so gefrustet ist über den Zustand der offenen Gesellschaft, der Demokratie, dass sie meinen, sie müssen jetzt mal ganz schnell und ganz stark rechtspopulistische Parteien und Bewegungen wählen. Und deshalb gibt es mitten im schönen Schweizerland eine unglaublich starke schweizerische Volkspartei. Es gibt die Schwedendemokraten in der Superdemokratie Schweden. Es gibt die Finnen in Finnland. Es gibt in Dänemark und Norwegen vergleichbare Parteien. Von den Niederlanden haben wir mehr gelesen. Was treibt die Leute? Also soziale Not kann es nicht sein. Die Schweden sind so verbrüdert und verschwestert mit ihrem Land, die haben einen eigenen Begriff dafür. Folkethem nennen die ihre Heimat, das Volksheim. Also wenn soziale Probleme die Ursache wären des Frustes, würden ja die linken Parteien gewinnen. Das tun sie aber überall in Europa nicht. Also muss es andere Gründe geben. Und worin liegen die nun? Und was hat das mit uns zu tun? Sie liegen meines Erachtens darin, dass wir eine Gruppe von Menschen haben, die sich vor der ganzen Entwicklung der Moderne, vor der Entgrenzung fürchten. Und darunter wieder gibt es viele Leute, die fürchten sich vor ihrer Rolle in der Freiheit. Geheimnisvollerweise gibt es etwas, was wir Furcht vor der Freiheit nennen können. Ich habe ganz zu Beginn mein Lob der Freiheit von Unterdrückung und zu Eigenständigkeit gehört. Und jetzt spreche ich über ein Phänomen, das paradox ist. Menschen sehen sich alle nach Freiheit. Aber in der Freiheit angefangen, fragen viele sich, kann ich das? Ich bin auf diesen Gedankengang gekommen durch einen Psychologen, Psychotherapeuten. Er heißt Erich Fromm und hat viele wichtige Bücher für unsere politische Kultur geschrieben. Seine wichtigsten Haben oder Sein oder die Kunst zu lieben. Und in vielen Akademien oft besprochen. Nach dem Krieg schreibt er, er ist ein Immigrant aus Deutschland, ein eher linksdenkender jüdischer Intellektueller. Und er schreibt drüben in den Staaten ein Buch, das heißt auf Deutsch Furcht vor der Freiheit. Und er entwickelt dort Folgendes. Zwar sehnen sich alle Menschen nach der Freiheit, aber in ihr angekommen kommt die Furcht, kann ich das überhaupt? Plötzlich musste ich an meine Kumpels in Rostock denken.
Ich komme gleich wieder zu Erich Fromm zurück und gehe jetzt zu Kumpel Philipp in Rostock. Ich komme zurück, 92, er sagt zu mir, du bei uns, ganz merkwürdig, wer jetzt alles hier an Stellen ist, irgendwelche roten Socken von früher oder auch Katholiken, die wir früher nicht gesehen haben, Entschuldigung. Und sagt er, ja, ach, das ist doch unmöglich. Und dann sage ich, Alter, und du, wo hast du dich beworben? Du hättest doch gut Bürgermeister machen können. Und da sagt er zu mir, nee, mit Macht hat er ja nichts am Hut. Also Macht will er nun gar nicht. Macht ist schlecht, verdirbt den Charakter. Er will auch nicht in einer Partei sein. Aber er will mal zugucken, wie die das machen. Ah, sage ich, wenn du nicht hingehst, andere werden schon hingehen. Indem ich die Geschichte erzähle, ist vor ihrem geistigen Auge manche Situation aufgetaucht, die völlig ähnlich war, bei Ihnen selber oder bei Leuten, die Sie kennen. Zurück zu den grundlegenden Gedanken über die menschliche Psyche von Erich Fromm. Fromm bedient sich eines Bildes aus der Bibel. Es gibt in der Bibel ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, die Schöpfungsgeschichte, ziemlich bekannt auch bei Nichtchristen, weil da Figuren auftrauten, die heißen Adam und Eva. Und wir wissen von ihnen, da spielt ein Apfel eine Rolle. Also für die Nichtkundigen will ich das kurz erläutern. Sie leben im Paradies, alles ist super, sie müssen sich nicht sorgen und nicht arbeiten, feines Leben im Einklang mit der Natur. Also total modern und wunderbar geborgen, also super. Ja, nun aber die Menschen in ihr sind irgendwie von einer besonderen Qualität, denn ein einziges Ding dürfen sie nicht, von einem bestimmten Baum sollen sie nicht essen, denn dann würden sie sein wie Gott und das will Gott nun nicht, also ist mal Verbot. Dann sagt das Menschenpaar, wir sind aber Menschen und wir haben da einen ganz eigenen Willen und dieser eigene Wille sagt mir mal, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. So würde es später Wolf Biermann singen. Also nehmen sie den Apfel und finden das toll. Der Psychologe im späten 20. Jahrhundert sagt sich, wow, die Geburt der Freiheit. Da freuen wir uns jetzt mal ganz doll. Und jetzt sagt der eher linke Psychologe, nun schauen wir mal den nächsten Tag an. Wie schaut es denn da aus? Also der nächste Tag schaut so aus. Die beiden Menschen sind außerhalb des Paradieses, sie frieren, sind nackt und wissen nicht, wer ihnen was zu essen gibt. Dazu fragen sich, wozu sind wir überhaupt da? Und was sollen wir hier machen? Und wie sollen wir das alles schaffen? Unglaublich modern, was in so einem alten Mythos drinsteckt, an Wissen über Menschen. Es gab noch gar keine Psychologie, aber offensichtlich gab es früher schon Psychen. Na gut, also die Menschen stehen nun draußen und jetzt sagt der späte Analytiker, was wird in diesen Menschen vorgehen? Und er sagt, einerseits könnten sie rausgehen und sagen, wow, jetzt gucken wir, wie groß und weit die Welt ist und wie wir es packen können. Und andererseits werden sie sagen, oh Gott, was haben wir da getan? Und werden sich ihr Leben lang zurücksehnen in einen Raum der Fürsorge, in der alles für sie geordnet war und sie nicht verantwortlich waren für Wohl und Wehe und sie träumen davon, wie schön es gewesen sei, als man in Einklang mit allem und jedem und mit Gott friedlich dahin leben konnte, ohne vor der unerdrücklichen Last der Freiheit zu stehen. Und seitdem würde zu uns Menschen ganz automatisch eine Furcht vor der Freiheit gehören. Paradox, ne? Aber ziemlich dicht am Leben. Wie unser Leben überhaupt oftmals in einer Art Paradox ist, dass wir mit unserem logischen Denken nicht hinterherkommen. Aber sehr interessant. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Gedanke von der Fähigkeit und Nichtfähigkeit der Menschen immer wieder auftaucht, auch in politischen Theorien, in der Vormoderne, wird aus dieser Verfasstheit der Menschen abgeleitet, ja, es braucht eben besondere Menschen, die von Gott so begnadet sind, dass sie führen können und die Wege für die anderen weisen. So hat Gott das eingerichtet. Sagen dann die Menschen, kann sein, kann auch nicht sein. Aber da die anderen die Macht haben, folgen sie ihren Fürsten. Und als die Fürsten nicht mehr angesagt waren, gibt es andere, die sagen, ja, es gibt schon besondere Menschen. Die haben besondere Fähigkeiten oder besondere Lehren und die sind absolut richtig und deshalb führen wir euch. Dann gibt es Menschen, die sagen, aha, na gut, dann lassen wir uns eben führen. Und andere Menschen sagen, und ich? Und mein Bedürfnis nach Freiheit, wo kommt denn das vor?
Und so entstehen die emanzipatorischen Bewegungen, die überall auf der Welt, aber zu unterschiedlichen Zeiten fragen, ist Unterordnung der richtige Weg oder Eigenverantwortung und Selbstgestaltung? Und jetzt ist merkwürdigerweise so, dass je mehr Freiheit und Offenheit in die offenen Gesellschaften des Westens eingezogen ist, eine ganz bestimmte Gruppe der Gesellschaft sich immerfort fragt, können wir das eigentlich oder ist uns das zu anspruchsvoll? Ist das zu schwer oder wer soll das wissen? Wie soll das gehen? Und jetzt sortiert sich das dann und dann gibt es so etwas wie eine tröstliche Einladung derer, die mit reaktionären, altertümlichen Modellen kennen. Wir kennen doch das Alte. Ja, sagen Sie denn, damals, ich spreche jetzt von modernen Verführern, als wir noch eine einheitliche Kulturnation waren, als wir noch alle dieselbe Sprache sprachen und so aussahen, wie man normalerweise hier aussieht, das waren doch bessere Zeiten. Da mussten wir uns nicht so ärgern und Sorgen haben um unsere Kultur. Wir sollten eigentlich dorthin wieder kommen, dass wir eine homogene Nation sind. Das war schön. Aber diese offene, durchwuselte Gesellschaft mit den Verschiedenen, das ist ja schrecklich. Und diese Botschaft erzeugt nun bei einem Teil der Menschen Ablehnung. Wieso? Alle Menschen haben dieselben Rechte. Und bei anderen das Gefühl, da haben sie aber recht. Ist ja alles sehr unübersichtlich geworden. Und wo Ängste sind, gibt es Irrationalität. Nicht jede Angst ist ja von Fakten gestützt. Ich komme in Wustrow, meiner Heimat, wo ich im Sommer immer bin, auf dem Fischland aus der Kirche. Ach, sagt eine Frau, Sie wollte ich schon immer mal sprechen, lieber Herr Gauck. Ich war übrigens noch Präsident. Ich muss unbedingt was mit Ihnen. Kann ich mal? Ja, gut. Also wir stehen vor der Kirche. Ich sage, na, wo kommen Sie denn her? Gut, Ostsachsen, Osterzgebirge. Und Sie, Herr Gauck, haben Sie nicht auch Angst vor den ganzen Islamern? Ich sage, ja, wie ist es denn, wo kommen Sie also her? Wie viele Muslime sind denn bei Ihnen zu Hause? Naja, bei mir direkt ist ja nur keiner. Gut, sage ich. Und Ihre Angst? Wird Ihre Kirche zugenagelt? Dürfen Sie keine Eierschecke mehr backen oder irgend sowas? Oh, nix. Nee, sie hat die mal, weil in der Stadt soll es ja übel zugehen. Die ganzen Ausländer, Messerstecher und was weiß ich. Aha, sag ich. Und wollen Sie nicht abwarten mit Ihrer persönlichen Angst, bis Sie bei sich zu Hause Gründe haben, sich zu fürchten? Na, das war eine verwegene Idee. Sie wollte eigentlich teilhaben an einer Furcht, die gerade kulturell zu dominieren schien. Und da muss man sich immer hüten. Muss man nicht gleich in Wut verfallen. Früher verfiel ich immer in Wut. Als ich zum ersten Mal nach der Freiheit so viele von der PDS im Parlament saß, hier sind ein paar Kollegen von mir, die auch mit in der ersten Mal, da kamen wir da rein ins Parlament und da saßen da so und so viele von der PDS. Da haben wir gedacht, von den neuen Bewegungen, die wollten wir doch loswerden, was sitzen die hier? Wir mussten dann unsere Toleranz einüben und sagen, die sind vom Volk gewählt, die haben eine Würde, die du jetzt auch hast, also Vorsicht. Aber schwer ist das dann, seine Gefühle zu zähmen. Ich war auch Präsident und ich kam gerade aus der Kirche, ich wollte also nicht wütend sein. Und so habe ich versucht zu ihr zu sagen, schau erstmal die Realität ganz vorurteilsfrei an. Gibt es Sorgen, dass man dir deine Kultur wegnimmt? Ist durch die Anwesenheit anderer und Fremder deine Identität gefährdet oder ist sie es eben nicht? Naja, das hat manchmal Erfolg und manchmal eben nicht. Manche bergen sich dann in ihren Ängsten. Und dann dürfen wir nicht gleich in Wut und Aggressivität verfallen, sondern wir müssen spüren, dass unter dieser Fremdheit gegenüber der Moderne etwas liegt, was ich als Begründung einer Haltung durch nicht gelebtes Leben beschreiben möchte. Viele von uns haben nicht die Möglichkeit gehabt, ein starkes Ich zu entwickeln in Eigenverantwortung. Und deshalb haben sie das Gefühl, dass sie überrollt und überrumpelt werden, gerade von dem, was ihnen fremd ist. Ihnen fehlt die Erfahrung anderer Bereiche, dass man sich mit dem Fremden vertraut machen kann und dass manches Fremde sogar sehr angenehm ist und schön, nicht nur in der Kunst, zum Beispiel beim Essen. Ich als Mecklenburger mit meinen Bratkartoffeln und Heringen
ging zuerst immer in die Kneipen, die mir vertraut waren. Dann fand ich die Italiener viel netter und das Essen schmeckte besser. Jetzt gehe ich ja fast nur noch zum Italiener. Ich meine, Entschuldigung, aber das heißt, es hat sich etwas in mir verändert durch vertraut machen mit dem, was mir zuvor fremd war. Und wenn das beim Essen und der Kunst so ist, dann wird das in den anderen kulturellen und politischen Bereichen möglicherweise auch so sein. Und als Präsident und aktiver Bürger lernen wir nur die Unterschiede, die es gibt, auch bei den Fremden, die zu uns gekommen sind. Einige sitzen ja mit uns schon in den Räten der Gemeinden, in den Parlamenten. Einige fangen an, Führungsaufgaben in unseren Gemeinwesen zu übernehmen. Und wir spüren, wir können ihnen unser Land anvertrauen, obwohl sie einen türkisch klingenden Namen haben, weil sie unsere Werte teilen. Sie gehören zu uns, obwohl sie als Kinder anders gesprochen haben und mancher von ihnen anders ausschaut. Sie stärken uns. Wir spüren, dass die eigentliche Trennung eigentlich nicht zwischen dumm und klug ist, zwischen Ossi und Wessi, zwischen Nord- und Süddeutschen, obwohl es alle diese Spannungen und Differenzen immer auch gibt. Aber es gibt in der Demokratie auch etwas Verbindendes. Und verbinden tut uns die Tatsache, dass wir Ja sagen zu einer politischen Landschaft, in der alle, die hier wirken und arbeiten, dieselben Rechte haben. Und dieses gemeinsame Wir, trotz Fremdheitseinsprengseln, das ist es, was wir jetzt gestalten müssen. Aber weil es neu ist, macht es einem Teil von uns größere Schwierigkeiten. Aber nicht jeder, der seine Schwierigkeiten benennt, ist schon ein Feind der Demokratie, sondern er ist auf einem anderen Weg innerhalb der Demokratie. Wer der eine schon Bürgermeister ist, überlegt sich der andere erst noch, ob er überhaupt wählen geht. Der Letztere muss aber noch nicht Feind der Demokratie sein, sondern er ist noch unvertraut mit ihr. Er fürchtet mehr die Offenheit, als dass er sich über sie freuen kann. Ich spüre, ich muss jetzt langsam aufhören, sonst kommen wir nicht mehr dazu, nachher noch miteinander anzustoßen. Ich komme in 14 Tagen nochmal wieder, dann bin ich bei den Evangelischen und werde dann, ist der Herr Bär hier unter uns anwesend? Na ja, also der Super. Ja? Herr Bär, sagen Sie mal, wo wir uns treffen. Okay, gut, also am 16. im Kreuzgymnasium werde ich aus meinem neuen Buch Toleranz diese Gedanken, die ich jetzt mit Ihnen am Schluss entwickelt habe, weiterentwickeln und weiter besprechen. Seien Sie herzlich eingeladen. Und ja, schad nix. Also. Ich bin auf diese Sache gekommen mit dem Abstand zu Menschen, die anders sind als die politisch Aktiven, die vielleicht auch anders wählen. Und ich will dann an dem Abend mit Ihnen darüber sprechen, wie wir uns verhalten sollen in so einer Situation. Das ist nicht nur in Dresden interessant, wo Pegida sich versammelt, sondern es ist überall, nicht nur in Deutschland interessant, sondern in ganz Europa. Und wir müssen unterscheiden zwischen denen, die jetzt willens sind, dieser Demokratie den Garaus zu machen, die irgendeinen alten traditionellen Mist wieder herausholen wollen und so tun, als wären Konzepte einer autoritären Führung oder einer illiberalen Demokratie, als wären das Zukunftskonzepte. Diese Leute müssen wir stellen und nicht nur moralisch verurteilen, sondern wir müssen ihnen Argumente abverlangen und selber Argumente haben, sie fröhlich anschauen, mit der Kraft unserer politischen Erfahrung ihnen gegenübertreten, ihnen nicht unsere Ängste schenken, sondern unsere Zuversicht zeigen, dass sie niemals hier die Zukunft bestimmen werden, sondern mit all ihren Ressentiments uns ermuntern, das, was wir errungen haben, Freiheit und offene Gesellschaft, glaubwürdig weiterzuentwickeln. Dazu sind wir da. Und
Und wenn wir gut drauf sind, bringen wir unsere Geduld mit. Das ist manchmal schwer. Also bei bestimmten Typen ist es eigentlich normal, dass man in Wut gerät. Aber jetzt zu unterscheiden zwischen denen, denen unsere Wut gehört und wo es auch normal ist, und denen, denen unsere Geduld gehören muss und unsere Argumentation. Das ist eine aktuelle Aufgabe, die Menschen wie Ihnen vor den Füßen liegt. Da gehen wir hin. Und mit den Menschen, die zweifeln an unserer Demokratie, zu reden, ihnen das für und wider darzustellen, auch zu sagen, dass es notwendig ist, auch dann aktiv zu sein, wenn wir noch nicht ganz genau wissen, an welchem Ende wir etwa ankommen, wenn wir Europa gestalten wollen oder wenn wir die nationale Sicherheit festigen müssen oder wenn wir unsere Beziehung zu Nationen definieren müssen, die autoritär regiert werden. All das sind ja hochkomplexe politische Fragen. Und wenn ich sage, wir müssen ihnen mit Argumenten begegnen, denen, die die Demokratie ablehnen, heißt das ja nicht, dass ich schon im Besitz der absoluten Wahrheit bin. Aber ich bin verbündet mit anderen, die aufgrund ihrer politischen Optionen meinen, im Gespräch miteinander würden wir die richtigen Wege finden. Und ich bin nicht verbündet mit denen, die sagen, das ganze System ist verrottet. Schon die Benutzung des Wortes System ist so verräterisch. Das haben die linken und rechten Feinde der Demokratie in der Weimarer Zeit gesagt zu dem Staat der Weimarer Republik und haben dann schließlich dafür gesorgt, dass sie diese Republik beerdigt haben und dass eine finstere Diktatur kam. Also da stehen wir. Und so besichtigen wir das Land im 30. Jahr nach der friedlichen Revolution in einer gewissen Unruhe. Aber solche Unruhe ist ein Zeichen, dass sich Dinge entwickeln. Wir sind nicht völlig klar darüber, welche Rolle zum Beispiel der Begriff unserer Nation bildet. Müssen wir auf ihn verzichten? Mein Rat ist eher nicht. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würde das aber auch nicht sagen, sondern er spricht von einem aufgeklärten Patriotismus. Das ist jene Form von Ja zur eigenen Nation, die andere Nationen nicht schlecht machen muss, sondern die sich über die anderen Nationen auch wegen ihrer Andersartigkeit freuen kann und sich fragt, wie die verschiedenen miteinander etwas Gemeinsames wie eine Union gestalten können. Deshalb muss ein Ja zu einer Nation nicht irgendwie reaktionär sein. Für einige Linke ist es das, aber dem muss man ja nicht folgen. Auch das Ja zu einer eigenen Heimat, die uns prägt, die unsere Seele weitet und die uns irgendwie ja gemacht hat als die, die wir sind. Ich bin doch nicht nur Europäer, wie Sie gemerkt haben, bin ich auch Mecklenburger. Schadet übrigens nichts. Ne? Also es schadet überhaupt nichts, ein Sachse zu sein. Ja, überhaupt nicht. Und wir wollen diese, unsere Identität, die uns zugewachsen ist, seit wir Kinder sind, die müssen wir doch nicht leugnen, müssen wir auch nicht an irgendeiner Garderobe abgeben, um modern zu sein. Nein, ich kann Sachse sein und gleichzeitig solche super Weltmuseen haben wie Sie hier oder eine super Uni haben, wie es sie hier gibt. Ich weiß, dass Sie mehrere haben, aber mir steht gerade die Technische Universität mit Ihrem Renommee vor Augen. Alle diese Dinge können doch zusammengehen. Die Polen und einige Ungarn sagen, oh Gott, nein, dieses Europa, das raubt uns unsere Identität. Also in 30 Jahren werde ich sagen, geht nach Sachsen, und da werdet ihr sehen, dass das geht. Bodenständig geprägt zu sein und trotzdem Superdemokraten. Einstweilen sage ich, geht nach Bayern. Also ich bin Norddeutscher, ich bin also nicht verdächtig, also Anhänger des FC Bayern zu sein oder Bayern-Fan. Aber ich habe einen politischen Respekt vor dem Land. Und zwar, weil was ganz Merkwürdiges passiert ist. Unter einer sehr konservativen Regierung ist über viele Jahre Modernität eingezogen in ein Land der Tradition. Es gibt sagenhaft viele innovative Unternehmen, Hochtechnologie. Mehrere Universitätsgründungen, gutes Schulsystem, eine super Rechtspflege und die Menschen sind einigermaßen fröhlich. Sie sind auch nicht so angekränkelt von der deutschen Nationalkultur des Frustes, sondern sie erlauben sich, in ihren Trachten umherzuwandeln, einen merkwürdigen Dialekt zu sprechen, gleichzeitig modern zu sein, europäisch und für die Hauptstadt Berlin zu stimmen statt Bonn. Eine merkwürdige Mischung. Aber es geht eben. Es geht. Wir müssen nicht die tradierten Werte ablegen, um ein moderner Vertreter der offenen Gesellschaft oder eines vereinigten Europa zu sein.
Also, jetzt habe ich also fremden Völkerschaften wie Sachsen und Bayern hier heute Abend genug gehuldigt. Sie spüren, dass das alles eine Absicht hat. Und diese Absicht heißt, wir sind, wie wir sind, verschieden, aber geeignet für eine offene, freie Gesellschaft. Und wir sind auch die, die unseren Ängsten den Abschied geben können und sagen, euch, den Verführern, schenken wir eure Ängste nicht. Wir glauben daran, dass wir Zukunft haben, miteinander. Also, das war's. Ich bedanke mich sehr, Leute. Es ist kein Parteitag. Also gut. Herr Gauck, es ist kein Parteitag, aber wem Ehre gebührt, dem soll Ehre zukommen. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und ich gebe zu, Herr Gauck, als junger Hüpfer, über rote Socken und Katholiken und das Verhältnis müssen wir noch mal reden. Aber dass Sie diesem Land Mut gemacht haben, dass Sie den Leuten heute Abend Mut gemacht haben, dass Sie ermutigt haben zur Verantwortungsübernahme in dieser Freiheit, dafür sind wir Ihnen dankbar. Ich denke, das hat der Applaus schon zum Ausdruck gebracht. Wenn Sie uns ein weiteres Buch schreiben und etwas mitgeben für die Zukunft, dann sind Sie herzlich wieder in Sachsen willkommen, um einen weiteren Vortrag zu halten und über das Verhältnis zwischen Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern Ausdruck zu verleihen. Herzlichen Dank, Herr Gauck. Man konnte es ja nicht sehen, vielleicht aus den hintersten Reihen, aber hier lag kein Manuskript. Sie haben eine Stunde aus Ihrem Herzen gesprochen, auch das hat man gespürt. Sie haben Ihren Emotionen freien Lauf gelassen. Das will aber auch heißen, wir haben nicht vorher gewusst, welche hohe Empathie Sie für Sachsen empfinden. Dass Sie aber beim nächsten Besuch in Berlin, in der nächsten Adventszeit in Mecklenburg-Vorpommern, trotzdem so ein Stück Sachsen bei sich haben, dafür soll dieser Herrnhuter Adventsstern stehen. Vielleicht haben Sie schon einen, aber Sie haben mehrere Räume wahrscheinlich, dass der noch hängen kann. Und auch das kann zum Zusammenwachsen beitragen für unser Land. Herr Gauck, herzlichen Dank. Also, erstens, ich habe ja eigentlich mit dem Dresdner Christstollen gerechnet, aber dieser hält länger. Ja. Und in der Tat, als ich ein junger Mensch war, jung verheiratet, ich habe schon als Kind geheiratet und da hatte Oma ein Zimmer und wir wohnten ein Zimmer übrig, ja, im Souterrain, und da wohnte ich mit meiner Frau und dem ersten Kind. Und jetzt habe ich tatsächlich mehr Zimmer und mehr Fenster, wo das Ding hängen wird. Herzlichen Dank. Verehrte Damen und Herren, es ist natürlich selbstverständlich, dass Ihnen viele Themen jetzt auf der Seele brennen und Sie jetzt bei Brezel und Wein allen Ihren Meinungen und Diskussionen weiter frönen wollen. Dazu sind Sie auch herzlich eingeladen. Trotzdem seien vorher, bevor Sie jetzt aufspringen von Ihren Stühlen, noch ein paar Hinweise und Worte des Dankes gesagt. Erstens, in besonderer Weise sei nicht nur an die Hausherrinnen und Kooperationspartner der Dank gerichtet, sondern auch an die SLUB, das Katholische Institut der TU Dresden und Dresden Konzept, in deren Reihe der heutige Abend gemeinsam mit uns stattgefunden hat. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich eine ganze Reihe von Förderungen und Finanzen auf meinem Blatt stehen, die lasse ich jetzt mal weg und alle Förderrichtlinien seien es mir entschuldigen. Trotzdem ein zweiter Dank, nämlich wer über unser Land spricht, kommt an der Musikgruppe Land über nicht vorbei. Es ist psährischer Jazz-Pop, der unseren Abend heute begleitet und bereichert hat. Und bevor Sie jetzt klatschen, sei ein Hinweis direkt gegeben. Wer den Dank mit Ohrenschmaus fortsetzen möchte, ist schon jetzt am 24. Januar in die Dreikönigskirche eingeladen zum Konzert
mit Land über und der wahlschwedischen Sängerin Katharina Johansson. Da können Sie was über Skandinavien lernen und über Dresden. Herzlichen Dank, Land über. Der Wein ist gut, die Brezel sind gut, ein Schmankerl muss bleiben. Herr Gauck hat sich bereit erklärt, hinten am Büchertisch noch da zu bleiben, seine neuen Bücher zu signieren. Sie sind also eingeladen, entweder den Wein zu nehmen oder eine Signatur zum neuen Buch. Die Möglichkeit gibt es gleich im Anschluss. Verehrte Damen und Herren, ein letzter, aber großer Dank gilt neben Erik Hattke und dem gesamten Team der SKD, vor allem im hiesigen Haus, Frau Buccheroni-Tellenbach und Frau Ladewig und meinem Team der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, den Mitarbeitern, die vieles hier möglich gemacht haben, dass so viele Menschen Ihrem Vortrag heute lauschen können. Herzlichen Dank. Dies lädt ein, die letzten Worte dieses Jahres 2019 als Akademiedirektor zu sagen. Es war ein bewegtes Jahr. Wir hatten das Sachsensofa, wir hatten Kardinal Marx. Wir schließen dieses Jahr mit Ihnen, Herr Gauck, ab. Ich darf Ihnen im Namen aller Kooperationspartner eine gesegnete Adventszeit wünschen, frohe Weihnachten, aber zunächst erstmal einen gemütlichen Abend des Beisammenseins hier bei Brezel und Wein. Dazu sind Sie eingeladen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.